So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Sah gerade so aus, als würde es nicht funktionieren, aber es ging live. Immer mal wieder Probleme mit dem Procaster, aber gut. Was soll es, jetzt funktioniert es. Also, die Woche hat jetzt hier Nikkei leicht, also im Future leicht positiv begonnen, da wurde der Abverkauf gestoppt. Und bei den US-Märkten gab es ja dann noch per Wochenschluss zuerst einen Abverkauf, aber ganz zum Schluss gab es dann eben hier Käufe, zum Beispiel eben gut zu sehen im Dow Jones Index. Da gab es hier einen, kann man eigentlich schon erstmal sagen, bullischen Abpraller am EMA 38 im Tageschart. Noch deutlicher wird das eben beim S&P 500 Index, da wurde der gleitende Durchschnitt exakt getroffen. Aber die Kerze ist im Dow Jones, ja, eine schöne Hammerkerze. Gut, was macht der DAX darauf? Da gab es eben letzte Woche die Szenarien. Das Wahrscheinlichste war eben hier mit dem durchgezogenen blauen Pfeil angedacht. Da wurde eben heute, kam eben gleich ein bisschen, ja, sagt keine, nicht wirklich Kaufdruck auf, aber allerdings eben auch nicht eine komplett negative Öffnung, eben weil Japan ja sich stabilisieren konnte, leicht erholen konnte, jedenfalls im Future-Bereich. Und hier wurde jetzt die schöne Kaufzone noch nicht getroffen. Aktuell steht er ja bei 10.100 Punkten. Also hier muss man, oder hier warte ich noch, bis hier noch eine weitere Korrektur fällt. Allerdings, wie ich gestern oder am Wochenende geschrieben habe, beziehungsweise am Freitag, ja, sell in May and go away. Der Mai hat begonnen. Man muss hier definitiv auch vorsichtig oder vorsichtiger agieren. Aber hier würden ja definitiv sowieso nur Setups vorgestellt, die Hand und Fuß haben. Deswegen bleibe ich dabei. Wenn sich Setups ergeben, dann werde ich da auch long weiter handeln. Und da gab es ja dann doch einige, die ich am Wochenende eben präsentiert habe, wo die Kaufzonen ja noch nicht erreicht wurden, ja, da der Markt ja etwas Stärke zeigt. Hier bei der Siemens-Aktie wäre hier mit einem schönen Gap Close was möglich. Kleinen Moment, Entschuldigung. So, dann werden hier die, also hier ist eben auch die Kaufzone noch nicht ganz erreicht, aber hier sieht es relativ gut aus. RWE hat heute leichte Abgaben zu tätigen. Und bei der Bayer war es ja so, dass der Stoppkurs hier bei der 100-Euro-Marke oder knapp der 100 lag. Allerdings auch gestern schon erwähnt, dass hier ein Tagesschluss, denke ich mal, abzuwarten ist. Und aktuell stehen wir wieder über der 100-Euro-Marke. Bei Allianz gibt es hier auch noch einen kleinen Pullback geben, um hier gut einzusteigen. Hier die deutsche Börse kommt in den Bereich rein. Da werde ich dann in den unteren Zeitebenen nach einem Einstieg suchen. Aber das ist für mich hier ja eine schöne Unterstützungszone. Und ja, bei Gold, kurzen Blick noch auf Gold hier. Wurde ja auch sogar zeitlich dann das Kursziel erreicht. Und hier erwäge ich auch den Verkauf, jedenfalls kurzfristig. Allerdings könnte es hier eben auch schön auffächern und eben dann nach oben nochmal durchziehen. Aber zuerst wird vermutlich ein Rücksetzer passieren. Das war es erstmal für jetzt. Ich melde mich dann später noch einmal. Danke fürs Zuhören und bis später.